Hi und herzlich willkommen wieder mal zu Polybridge. Die letzte Folge ist schon eine halbe Ewigkeit her, kann man sagen. Und ich hatte mal wieder Lust, ja, ein paar Ründchen zu spielen. Wir sind ja noch immer in Welt 2, Level 3 und das werden wir jetzt gleich mal starten. Ja, das wissen wir alles schon. Und ja, wir haben hier eine ziemlich komische Brücke, um ehrlich zu sein. Und dann muss hier das Auto hier so unten durch und das andere hier so oben drüber. Könnte sich durchaus als schwierig erweisen. Mal kurz die Straße ziehen. Ich werde das... Wie mache ich das am besten so? Und dann kann das halten? Ah, das sieht echt nicht gerade intelligent aus. Aber ich sollte vielleicht irgendwie... Ja, das ist gut, das ist gut. So. Das sieht schon mal besser aus, denke ich. So einen... Ja, das könnte funktionieren. Dann noch die Straße hier raufziehen, so irgendwie. Ja, das sieht auch gut aus. Und ich werde einfach mal hier Holz probieren. Ich denke natürlich nicht, dass das funktionieren wird, aber ein Versuch ist hier durchaus wert. Würde ich mal meinen. Und damit das so noch alles verbinden, können wir mal schauen, ob die Brücke wenigstens hält. Okay, die untere Brücke hält. In der Theorie zumindest. Das finde ich schon mal sehr gut. Okay, wir haben auch zwei Ropes. Ich denke mal, die werden wir brauchen, um die obere Brücke zu stabilisieren. Aber werden wir gleich sehen. Okay, ich werde das jetzt etwas... wie baue ich das denn am besten so? Ja. Ich denke, oben werde ich einiges an Stahl brauchen. Okay, ich werde das... Ah, Gott, Leute. Wie mache ich das denn am besten? Soll ich das wirklich so verkrüppelt machen? Okay, ich mache das mal jetzt wirklich so verkrüppelt. Das mal so... Und das hier so. Und hier zwischendrin werde ich einfach noch einen zusätzlichen Ding reinbauen und mal schauen, ob das in der Theorie halten würde. Ich ziehe das hier noch etwas. Ich kann das nicht in die Länge ziehen. Nein! Okay, wir probieren es mal. Die Brücke an sich würde halten. Die untere reißt. Oh, die obere Brücke hält komplett. Okay. Nice. Okay, das ist schon mal gut. Was ich gerade gesehen habe, das hier... ist gerade gebrochen. Nein, kein Holz. Bitte nicht, sondern Stahl. Hält es jetzt besser? Gott, da reißt noch mehr, da reißt noch mehr. Wir haben ja noch etwas Budget übrig. Ich werde hier mal ein paar so Stahldinger durchziehen. Und schauen, ob das besser hält. Ah, Gott. Aber wir haben ja noch Seil. Dann werde ich das mal hier so hinhalten. Dann hätte das eine zusätzliche... Ja. Ja, wir haben's. Geil. Das ist ja gut. Das gefällt mir, dass wir das geschafft haben. Double Overpass Drawbridge. Alter Schwede. Okay. Double Overpass. Das heißt, wir müssen einmal... Oh Gott. Gott, okay, Double Overpass, zweimal drüber über die Bode und einmal eine Drawbridge mit, also eine Zugbrücke auch dazu. Ich würde sagen, wir ziehen als erstes die Straße und zwar, Gott, kann das funktionieren? Oh, ich bin da sehr unsicher gerade. Ich werde einfach mal hier so durchziehen. Okay. Oh yeah, und es stürzt gleich ein. Perfekt. Jetzt ist natürlich die Frage, was hier am besten... Soll ich Holz probieren? Ich werde einfach Holz probieren. Ich denke, das wäre die schlauste Alternative. Und warum ich jetzt gleich oben anfange? Weil sonst, wenn ich am Anfang die Schräge mit einbezogen hätte, wäre das so wieder so eine verkrüppelte Sache geworden. Und hier kann ich es dann mehr oder weniger gerade machen. Und die Schrägen, die werde ich dann einfach später noch nachjustieren. So.
So, da und da, 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 das noch, das und das und das. Perfekt. So, jetzt noch die Schrägen dazu. So, dann können wir das hier verbinden. Tschack, 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 tschack. Ist halt die Frage, wo ich jetzt, ich glaube, ich mache hier, ja, den Splitpoint rein. Da kann ich das hier so durchziehen. Hallo? Okay. Okay, interessant. Dann hier noch. So. Nein. So. Jetzt. Das passt schon mal. Wird natürlich, ja, wird natürlich komplett einbrechen. War mir auch irgendwo klar. Wie soll ich das jetzt mit Stahl so stützen? Würde das funktionieren? Wenn ich das hier so stütze? So schräg und so? Sollte eigentlich halten. Ja, perfekt. Also in der Theorie hält das schon mal. Jetzt müssen wir natürlich schauen, ob die kleinen Boote mal durchkommen oder ob ich das Ganze eine Spur zu tief gebaut habe. Das Große kommt sicher nicht durch. Oh Gott, nein, die Kleinen kommen auch nicht durch. Oh, fuck. Okay, Leute. Wir müssen das alles etwas nach oben verschieben. Und zwar... Oh Gott, ich werde das einfach hier hin verschieben. Okay, das sollte funktionieren. Ich hoffe mal. Dann werde ich die Straße... Nein! Nein! Das geht sich haarscharf nicht aus. Vielleicht eine Spur... So könnte es so passen. Ah, habe ich wieder Angst, dass es nicht funktioniert. Ich werde es lieber noch eine Etage höher... machen. Ah, ich überlege... So, so müsste es passen. Kann ich das hier in die komplette Länge ziehen? Ja. Ich hoffe mal, das passt so. Okay, das hält schon mal. Ja, das funktioniert auch perfekt. So. Dann brauchen wir natürlich noch unsere Holzstützen. Oh Gott, nein. Zuerst aber. Und hier drüben natürlich auch noch... Was wir auch etwas runterziehen müssen. Ja, perfekt. So, das machen wir wieder weg. Dann bringen wir unsere Stahlstützen wieder an. Ich werde die... Gott, das geht nicht mehr. Fuck. Dann mache ich die mal so rum. Vielleicht funktioniert das auch. Nein, das wollte ich nicht. Und so. Ich könnte eigentlich in der Theorie so einen Vierer machen. Also vier Stahlstützen. Das sollte eigentlich auch funktionieren. Ich probiere es einfach mal. Nein, jetzt kommt ja nicht... Oh, jetzt kommt das Auto am Anfang nicht auf die Brücke. Oh, oh. So soll es funktionieren, denke ich mal. Muss ich das Ganze hier hinten auch noch nachjustieren? Okay, jetzt... Ja, jetzt klappt es. Perfekt. Jetzt sehen wir uns das Ganze mal an. Weil dann müssen wir schlussendlich nur noch die Zugbrücke hier bauen. Sollte eigentlich kein so großes Problem werden. Okay, die kleinen Schiffe kommen schon mal durch. Das ist gut. Und das braucht... Hier. Oh, so. Wie mache ich das dann am besten? Ich muss ja theoretisch dann... Hier auch noch einen Split-Joint machen und da. Okay, 2, 2, 1, das passt alles. Auch auf 1, auf 2. Und hier passt es auch. Damit das so nach oben klappen kann. Oder nach unten. Nein, nach oben ist, glaube ich, besser. Jetzt brauchen wir... Oh, fuck, die Hydraulik, das geht sich nicht aus. Jetzt, wenn ich hier noch etwas Stahl rangebe und die Hydraulik dann von hier nach da ziehe und expand auf, ich glaube, 20 oder... Ich probiere mal 25. Okay, es bricht zumindest nicht nach unten. Ich werde hier ein bisschen schneller machen. So, und wieder langsamer.
Da fuck. Okay, das war ein kleiner Fail, kann man sagen. Puh, wie mache ich das denn am besten? Wenn ich hier einen Stahlträger... Wenn ich hier so... Oh, ich hätte eine Idee. Wenn ich hier so ein Stahlträgerkreuz mache und die Hydraulik dann von hier nach da ziehe und da müssen wir auf Contract machen. 25. Ich probiere das mal. Das könnte in der Theorie funktionieren. Blub, blub, blub. Auto fährt drüber. Und... Es leckt aus irgendeinem Grund. Es leckt... Ah, 20%, der Fuck. Nein, 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 das wollte ich auch nicht. Ah, vielleicht muss ich den Split-Joint wegmachen. Das könnte auch sein. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Ich probiere es einfach. Ja, dann klappt's. Das klappt wirklich. Okay. Müssen wir Contract auf etwas mehr stellen? Ich stelle es auf 35. Mach auf der anderen Seite hier. Nein, warte mal. 1, 2, 1, 2. Hier natürlich, na klar. Auch ein Stahlkreuz. Dann Hydraulik von da nach da. Auch bitte auf 35. Contract? Ja, doch. Ja, doch, Contract. Ja, bleiben wir bei Contract. Dann muss das Holz hier weg. Und dann sollte das funktionieren. Auto fährt drüber. Das passt schon mal. So, Boot, die kommen. Ah, ich habe da den Split-Joint nicht weggemacht. Aber egal. Wir müssen eh schauen. Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Okay, den Split-Joint noch wegmachen. Und jetzt soll es endgültig funktionieren. So, Auto fährt drüber. Brücke zieht hoch. Boot fährt durch. Brücke sollte wieder runterlassen, in der Theorie, ja. Und jetzt hoffentlich hält es das schwere Auto auch noch aus. Nein! Jetzt bleibt die jetzt bleibt das Auto da hängen. Alter! Okay, dann müssen wir das noch hier so abflachen. Okay. das Ganze nochmal probiert. Boote fahren durch. So. Auto kommt. Bitte Auto, du schaffst das, ich glaube an dich. Okay, es ist oben. Jetzt wird spannend in der Mitte. Okay, es wird gar nicht spannend. Das funktioniert ja einfach ohne irgendwas. Okay, war auf jeden Fall eine schöne Brücke. Und wir haben auch echt nicht viel Geld gebraucht. Naja, auch nicht schlecht. Eine Slanted Drawbridge. Was ist eine Slanted Drawbridge? Oh. Ich habe da kein ganz so gutes Gefühl bei der Sache, muss ich sagen. Oh Gott. Okay, hier muss auf jeden Fall ein Split-Joint rein. Leute, 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 das könnte was werden. Ich werde einfach... Oh, kein Seil, sondern... Ich werde einfach meine klassische Holzkonstruktion hier anwenden. In der Hoffnung... Irgendwas stimmt da nicht. Warum? Okay. Egal. Es funktioniert so irgendwie. Ich werde das jetzt einfach mal machen. So, da, da und da und da. Dann das hier so durch. Das da. Perfekt. Und... ich denke, das würde... Naja, funktioniert das? Ich habe keine Ahnung eigentlich. Obwohl, ist der Split-Joint hier so sinnvoll? Man könnte ihn auch theoretisch... Wenn ich das hier entferne... Man könnte ihn auch theoretisch da setzen. Hier ein Stahlding machen. Und eine Hydraulik da so hinziehen. Alter, das kann nicht funktionieren. Okay, die Brücke hält so schon kaum. Oh, es bricht auf jeden Fall nicht ein. okay. Das funktioniert schon mal nicht. Ja. Wie sollte man das denn sonst machen? Ich muss ja irgendwo...
Ich könnte auch, wenn ich hier, naja, warte mal, ist das so intelligent, ist die Frage. Ich mache mal hier kurz so eine Holzkonstruktion hin. Ihr werdet gleich sehen, was ich davor habe. ich kann ja hier drauf dann auch eine Holzkonstruktion ziehen. Perfekt. Und den Splitpoint, den lasse ich da. Wenn das... Oh Gott. Was, wenn ich das hier... Ah, da geht's nicht. Wenn ich das so mache und auf Contract stelle. Okay, Auto kommt auf jeden Fall wunderbar drüber. Ah! Okay. Theoretisch würde es irgendwie funktionieren. Ich tausche den hier mal gegen den Stahlträger aus. Und werde hier noch etwas mehr Holz reinballern. Um das stabiler zu machen. Nein, ich will kein Splitjoint machen. Ich will nur hier noch etwas Holz reinballern. So. Oh Gott, wenn das funktioniert. So und da. Okay, ich probiere das jetzt mal. Oh Gott. Ach Gott, nein, 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 nein. Das kann nichts werden. Und hier auf die Länge, da geht sich's haarscharf nicht aus. Ich könnte natürlich etwas nach vorgehen. Ob das so schlau ist, ist natürlich die Frage. Ja, perfekt. Und wieder auf 35. Jetzt sehen wir das mal in einem Schnellverlauf an. So. Oh, jetzt bricht's da hinten. Vielleicht brauche ich die eine Stahlstütze hier gar nicht. Nein, ich will nur... Habe ich das Stahlding erwischt? Ja, ich habe das Stahlding. Was war das? Ich glaube, das hier war es gerade, was gebrochen ist. Sehen wir uns das mal an, ob es so klappt. Ja, theoretisch. müssen wir halt noch den Contract auf etwas mehr stellen. Und hoffen, dass es klappt. Leute, es klappt. Warum zum Teufel klappt das? Alter, wie das aussieht, diese Konstruktion. Aber das war auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, next level. Alter, Hills and Valleys, okay. Wow, das sieht echt kompliziert aus. Oben, unten, Alter. Ich würde sagen, das heben wir uns doch für die nächste Folge auf. Falls ich mal wieder Polybrett spiele. Ich hoffe, trotzdem die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir auf jeden Fall eine Bewertung da. Das würde mich freuen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich bedanke mich bei allen fürs Zusehen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.